Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, es geht sofort weiter mit Let's Play Mega Man 6. Als nächstes auf meiner Liste steht Centaur Man, der Centaurus. Ja, ein altes mythisches Wesen in Roboterform. Naja, egal. Wir sind jetzt in einer alten Stadt, soll es zumindest sein. Naja, sag ich mal jetzt gar nichts zu. Eine alte Stadt, in der Robo-Pelikane rumsausen, also... Da fragt man sich, wer hat hier die komischen Ideen? Aua. Okay. Die gehen bestimmt durch, soll ich doch? Aua. Haben wir auch noch fast hier von der Ebene her, oder? Ja, man kann hier durchrushen, glaube ich. Wenn man sich ein bisschen vernünftiger anstellt, als ich es jetzt tue. Egal. Hoppala. Aua. So. Schön. So, diese... Kanönchen müssen auch nicht sein. Sind nur Zeitverschwendung. Und man muss hier immer aufpassen, dass man hier richtig timet. Sonst passiert sowas. Man springt in Spikes und ja, man startet von vorne. Naja, egal. Ist natürlich nicht das Optimale, was hier gerade passiert ist, aber was will man machen? Pelikan. Jetzt kommen da wieder Viecher von oben. Wenn man ganz schnell plättet, bevor man eben halt in sie reinspringt. Wow. Ja, oh, aua. Das habe ich schon kommen sehen, weil ich abgerutscht bin. Aber was will man machen? Denn dann kann man es jetzt nicht mehr. Und wir sind drüber. Oh, aua. So. Aua. Das war auch wieder schlecht. Naja. Oh, One-Up. Hab's. Ein One-Up, sehr schön. Ach ja, den Kompensator haben wir auch schon. Das ist auch ein schönes Gimmick. Daran habe ich mich gar nicht mehr erinnert, dass ich den schon geholt habe. Ich dachte, ich müsste ihn noch holen in einer Special-Sendung. Naja, egal. Ich bin eben halt sehr vergesslich. Ich bin auch alt. Ich darf das. Ja, ich bin nicht der Älteste. Ich weiß, wer jetzt gerade ausrastet, wenn er das hört. Egal. Nein, ist alles Spaß. Wissen wir ja. So. Ja. Was kommt noch in dieser Stage? Ach ja. Komischen Wasserschwingen hier. Helle Wasser ist normales Wasser. Dunkle Wasser verhält sich wie... Ja, wie soll ich sagen? Wie normale Luft halt. Wenn man aber in das andere Wasser reinspringt, dann... Ist alles Paletti mit Frau Baretti. Und das war zu kurz. Gut. Das war mal wieder zu kurz. Aber wir sind an dieser Stelle. Sehr schön. Das heißt, wir machen nochmal hier dann weiter. Diese Gegner gehen mir ein bisschen auf den Senkel, ganz ehrlich. Warum springt er nicht einfach in den Tod und stirbt? Wie es sich für einen Gegner gehört, aua. Aua. So. Wow. So. Und jetzt gehe ich kein Risiko ein. Ich benutze den Jet. Ja. Wunderbar. Hat geklappt. Denn dieser Jump ist mir ein bisschen zu böse. Oh, es wird dunkel. Was ist denn hier jetzt los? Okay. Ein bisschen Energie sammeln. Einmal. Zweimal. Währenddessen kann mir vielleicht irgendwer erklären, warum ICQ nicht vernünftig funktioniert. So, was bringt mir Eddie? Kann ich nicht gebrauchen, Eddie. Gib mir was anderes. Was bringst du mir jetzt? Kann ich auch nicht gebrauchen. Eddie, du sollst mir was Vernünftiges geben. Das weißt du. Was ist es diesmal? Ja, das ist eher vernünftig. Sehr schön. Ja, ja. Leute, die Centaur Man Stage ist ziemlich lang. Wow. Wow, aua. Komische Viecher. Aua. Schießen auch noch über den Rahmen weg. Ja, sicher. Ja, sicher. Ihr habt Langeweile, wa? Ja. Das war knapp. Egal. So. Oh. Ich glaube, der ist runtergefahren, der auch. Die erst. Ja, Leute. Ich bin ein bisschen... auch schon wieder Kraki, Mann. Das erinnert mich irgendwie an Launch Octopus, das Vieh. Ich kann mir nicht erklären, warum. Oh, ein allgemeiner Fehler. Genau diesen Fehler meine ich, der sich bei ICQ ewig einrichtet. Kann ich nichts zu sagen. Ich kenne diesen Fehler nicht. Ist seit zwei Tagen, also seit gestern Abend auf meinem Laptop passiert. Und jetzt auch auf dem Rechner, auf dem ich aufnehme. Ja, also Leute, der richtige Centaur Man, bei dem wir jetzt angekommen sind,
ist hier oben. So. Wollen wir mal schauen, ob wir den plätten. Wir werden jetzt uns mit Nightmans Waffe ausrüsten. Und wir werden ja sehen, wenn wir ihn besiegt haben, ob es der richtige war. So. Zack. Und wollen wir mal schauen. Ah, er macht sie unsichtbar. Geht schon gut los. Ja, sieh, Zeit anhalten wir da auch noch. Du hast doch Langeweile, oder? Aua. Aua. E-Tank benutzen. Das war ganz schlicht bis jetzt, also. Nightclub, so. Nightclub. So, wunderbar. Auch dieser Robotmaster beißt ins Gras. Tja. Was bleibt mir da noch zu sagen, außer. Haha. Wunderbar, es klappt. Fast alles, was ich mir vorgenommen habe. So. Ja, jetzt sind wir grün. Hey. Crystal Centaur Flash und die BT Parts. Also haben wir den richtigen geplättet. Ja, wer denkt, was hier jetzt passiert? Naja. Es ist mal wieder ein Zeitanhalter-Move, den Mega Man hier bekommt. Und das nächste Mal sehen wir uns beim Kampf mit Windman. Bis dahin sprach der Raven Knight immer mehr.